Dieses Mal werden wir uns mit den Leftovers sozusagen beschäftigen, der grafischen Darstellung, mit Plot-Varianten, die ich noch für interessant und wichtig halte, zwei an der Zahl, die Darstellung von kumulativen Summen auf der einen Seite und dem Triplot auf der anderen Seite, der eine der wenigen Möglichkeiten darstellt, um auf in zwei Dimensionen mehr als zwei, das Verhältnis von mehr als zwei Variablen darzustellen, direkt in einem einzigen Scatterplot, in einem einzigen Streudiagramm. Wir fangen an mit der Darstellung von kumulativen Summen, was ich benutzen werde, um nochmal ein bisschen darauf einzugehen, wie man einen Plot sozusagen Stück für Stück selbst aufbauen kann. Solche kumulativen Summen können zum Beispiel interessant sein, wenn man den Verlauf einer Variable betrachten möchte, bei der die Änderung des Status zu einem Punkt aufbaut auf den Situationen, die davor stattgefunden haben. Zum Beispiel bei Sterbetafeln oder bei Sterbeverläufen von Individuen, die man aus Gräberfeldern herausnimmt. Dort ist die Anzahl von Personen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt noch leben, ja durchaus abhängig davon, wie viele Personen vorher gestorben sind. Beziehungsweise der Verlauf einer Sterbekurve ergibt sich aus dem Zusammenspiel von den verstorbenen Individuen. Ich werde mal ein solches Gräberfeld jetzt anlegen, indem ich eine Variable, einen Vektor erstelle, Bestattungszahl, den ich fülle mit ein paar Zahlen, 10, 16, 10, 32, 34, 4, was meine verstorbenen Individuen zu einer bestimmten Altersklasse wiedergibt. Und diese Altersklassen möchten wir auch benennen. Erstmal führe ich den Befehl aus. Names von Bestattungszahl soll sein ein Vektor von Infants 1, Infants 2, Juvenil, Adult, Matur und Senil. Na? Nennen wir die Variable ruhig so. Und wenn ich das jetzt direkt wiedergeben würde, wäre Plot Bestattungszahl, können wir das gleich noch als Typ gleich L als Linienplot darstellen. Sehen wir an der Stelle, wie viele Individuen wann gestorben sind. Das gibt uns aber noch nicht so richtig schön den Verlauf der Bestattungen oder der Sterbeereignisse an. Das können wir durch den Befehl cumsum erreichen, den wir vorher schon mal in einem anderen Video benutzt haben, der sozusagen Stück für Stück die Werte aufsummiert. Wir haben also hier unsere eigentliche Variable. Die erste Ausprägung ist 10. Die wird auch bei cumsum so als 10 wiedergegeben. Die nächste Ausprägung ist 16. Und bei cumsum ist die nächste Ausprägung dann diese 10, die wir vorher hatten, plus die 16. Das heißt, bis zur Stufe Infants 2 sind 26 Personen verstorben. Dementsprechend bis zur Stufe Juvenil sind in der Stufe Juvenil sind weitere 10 verstorben. Also haben wir bis zur Stufe Juvenil 36 verstorbene Individuen und so fort. Wenn ich das jetzt hier entsprechend darstelle, dann sehen wir den Sterbeverlauf, bis zu welchem Punkt alle Individuen verstorben sind. Das Ganze können wir jetzt noch ein bisschen
aufhübschen. Indem wir erst einmal hierzu die prozentualen Anteile erstellen. Dadurch, dass wir die kumulative Summe teilen durch die Gesamtsumme, wodurch wir die Prozentangaben bekommen, wie viele Individuen prozentual bis zu einer gewissen Stufe gestorben sind. Und dann möchten wir unsere Achsen selber definieren. Also gebe ich an Axis gleich False, damit Plot nicht selbst Achsen einzeichnet. Auch eine X-Achsenbeschriftung möchte ich an dieser Stelle einfach nicht haben. Deswegen gebe ich den leeren String dort an. Und die Y-Achse beschriften wir schon mal mit kumulativer Anteil. Die Darstellung ist jetzt entsprechend, dass wir nur diese Gerade bekommen, zumindest eine Beschriftung hier schon, aber ansonsten keine X, keine Y-Achsen. Die können wir jetzt nachträglich einzeichnen. Der Befehl zum Zeichnen von Achsen ist Axis. Wenn ich einfach so eingebe, wird mir ausgegeben, dass ich angeben muss, welche Seite der Achsen ich jetzt einzeichnen möchte. Und hier ist wieder die gleiche Regel, die allgemein in R gilt. Horizontal vor vertikal, also Axis 1, ist meine X-Achse. Und die wird mir jetzt hier einfach direkt eingezeichnet. Die wollen wir aber noch ein bisschen verändern. Ansonsten hätten wir es direkt beim Plot angeben können. Wir wollen unsere Achsenbeschriftung at an bestimmten Punkten angeben. In diesem Fall von 1 bis Länge der Bestattungszahl 6. Das Ganze nochmal plus 1. Dadurch kriegen wir einen Vektor, der von 1 bis 7 läuft und reingeschrieben werden soll 0 und die Namen von Bestattungszahl. Somit, dass der erste Punkt hier frei bleibt, denn hierzu, das ist ja sozusagen der Ausgangswert, da ist einfach noch niemand gestorben, während wir bei Infants 1 das erste Sterbeereignis sozusagen notieren. Und das reiche ich hier nochmal mit Komma 0 an. Den Plot nochmal ausgeführt, damit wir das Ganze etwas sauberer. Sauberer haben, aber dadurch, dass die Achse bei 0 anfangen soll, müssen wir hier auch die 0 mit hineinpacken, damit wir wirklich beim Koordinatenursprung starten und nicht bei Infants 1, sodass wir sozusagen den Verlauf von niemand ist gestorben bis Infants 1 mit hineinbekommen. So, und jetzt startet unsere Achse hier und der erste Eintrag liegt bei Infants 1. Dazu wollen wir noch eine X-Achse haben. Die müssen wir nicht extra beschriften. Die kann so bleiben, wie R sie von Haus aus ausspuckt. Also von 0 bis 1% wird hier aufgetragen, wie viel Prozent der Individuen bis zu dieser Altersstufe zu einem bestimmten Zeitpunkt gestorben sind. Jetzt haben wir eigentlich schon das gesamte Diagramm. Wenn wir noch den Rahmen, der normalerweise bei R-Plots drumherum ist, einzeichnen wollen, können wir das mit dem Befehl Box machen. Und ich rück das mal wieder ein bisschen auseinander. So, und jetzt haben wir hier auch diesen Rahmen drumherum mit eingezeichnet. Und als letztes
können wir dem Ganzen nochmal einen Titel geben. Zum Beispiel kumulativer Anteil der Bestatteten nach Altersstufen. Voilà, ein recht kompletter Plot ist daraus entstanden. In der Paläodemografie wird allerdings häufig das Ganze nicht so rum besehen, sondern dass wir den Sterbeverlauf sozusagen betrachten, wie viele Individuen zu einem bestimmten Zeitpunkt weggestorben sind. Dazu müssen wir diese Kurve einfach umdrehen. Also dieser Punkt soll oben sein, bis am Zeitpunkt 0 ist noch niemand weggestorben. Bis Infanz 1 ist ein so großer Anteil weggestorben. Die Kurve einfach umdrehen können wir, indem wir diese Werte hier mal minus 1 rechnen. Und die Kurve ist entsprechend umgedreht. Das hier ist noch eine Schönheitsgeschichte. Das kann man sicher noch etwas eleganter gestalten, sodass diese Achsen hier nicht mit negativen Zahlen beschriftet sind. Aber einfach zur Darstellung dieses Sterbeverlaufes reicht das schon aus. So kann man sich also ein Diagramm komplett selbst zusammenstellen. Als nächstes möchte ich einfach nur noch mal kurz eine weitere von vielen anderen möglichen Plot-Typen darstellen, nämlich den Triplot, der auch noch ein paar andere Namen hat, Triangle-Plot zum Beispiel, wo drei Variablen in ihrem Verhältnis zueinander dargestellt werden. Das kann er nicht von Haus aus, sondern wir müssen eine weitere Bibliothek dazu laden, AD4, eine Bibliothek, die für die Analyse von ökologischen Daten Funktionen bereitstellt, die, glaube ich, bei der Standardinstallation schon mit dabei ist. Ansonsten muss sie mit Install Packages AD4 hinzugeladen werden und dann entsprechend in den Arbeitsbereich eingeladen werden mit Library. Und auch hier lege ich jetzt mal wieder eine Spielvariable an, die ich ganz einfallsreich Test nenne. In die soll eine Matrix hinein mit drei Spalten. In diese drei Spalten werden wir drei unterschiedliche Spezies eintragen. Und da es eine Testvariable ist und ich jetzt nicht mehr Werte ausdenken möchte, lasse ich R sie einfach berechnen, indem ich eine Normalverteilung in diesem Fall zufällig erstellen werde. Wir hatten ja schon R uniform für eine Gleichverteilung. Zufallsvariablen, die einer Normalverteilung entsprechen, kann man mit R norm erstellen lassen. Und ich möchte 30 Fundstellen simulieren. Beziehungsweise 10 Fundstellen mit jeweils 3 Spalten. Wenn ich das so ausführe, dann bekomme ich eine Normalverteilung, die um den Wert 0 herum schwankt mit einer Standardabweichung von 1. Das kann man mit dem R-Norm-Befehl direkt innerhalb dieses Befehls mit Optionen verändern. Ich mache es mir jetzt aber einfacher. Ich rechne das einfach mal 100 und nehme davon die absoluten Werte mit der Befehl abs, also alles, was vorher ein Minus hat, dem wird das Minus genommen und es werden alles Pluswerte. Damit bekommen wir schon mal ein paar andere Angaben von Mengen. Das Ganze runden wir nochmal, da wir nur ganze Spezieszahlen berücksichtigen wollen, und bekommen jetzt hier schon mal diverse zufällige Zahlen für unseren Test, für unsere Testvariable. Und diese Testvariable soll eben darstellen, dass wir hier Tierknochenfunde zum Beispiel oder Mindestindividuenanzahlen von Tieren haben, und zwar von Rind, Ziege und Schwein als Beispiel. Und daraus ergeben sich jetzt 10 Fundstellen, an denen bestimmte Anteile von Rind, Ziege,
Schaf und also Ziege-Schaf wird ja normalerweise nicht getrennt, es sei denn, man hat sehr genaue Untersuchungen und Schwein dargestellt hat. Und jetzt kann man natürlich sich fragen, ob sich diese einzelnen Fundstellen nach ihrem Charakter unterscheiden, je nachdem, ob wir es eher mit Kleintierhaltung zu tun haben, mit Rinderhaltung, die vielleicht pastorale Wanderwirtschaft auch berücksichtigt oder bedingt, oder stärker Schweinehaltung, die eher lokal und ohne größeres Herumziehen ist. Und man kann jetzt natürlich versuchen, diese Fundstellen entsprechend zu typisieren. Und dazu möchte man natürlich all diese Anteile zueinander gleichzeitig dargestellt haben. Dazu dient der Triangle Plot oder Triplot, der bedingt in R aus dieser Bibliothek AD4, dass wir es mit einem Datenrahmen zu tun haben. Momentan haben wir ja nur eine Matrix und man kann solche Variablen Klassen auch gut ineinander umwandeln. Besonders zwischen Matrix und Datenrahmen geht es eigentlich relativ einfach, indem ich R sage, dass R oder S das als Datenrahmen auffassen soll. S Data Frame von Test. Bisher haben wir eine Matrix. Wenn ich diesen Befehl hier ausführe, DataFrame, da habe ich mich verschrieben, haben wir jetzt einen Datenrahmen, der sich in der Darstellung hier unten auch ein bisschen unterscheidet. Letztendlich stehen aber die gleichen Werte drin. Und Matrizen und Datenrahmen lassen sich eigentlich relativ einfach ineinander überführen. Matrizen als Datenrahmen immer. Datenrahmen als Matrizen immer dann, wenn im Datenrahmen sowieso nur eine Art von Variable drinsteht, also entweder nur Zahlen oder nur Buchstaben. Und um jetzt den Triplot durchzuführen, der Befehl ist triangleplot von test. Das ausgeführt ergibt mir dieses entsprechende Diagramm, wo die Datenpunkte aufgetragen sind, die meine Fundstellen symbolisieren. Dieses Diagramm hier oben, dieser kleine Ausschnitt, dient dazu, um bestimmte, dient sozusagen als als größere Karte für das Ganze. Das brauchen wir aber nicht. Show gleich F. Wir wollen diese einzelnen Datenpunkte genau identifizieren können, genau benennen können, damit wir wissen, welche Fundstelle um welche Fundstelle es sich handelt. Also brauchen wir Labels und die sollen aus den Spalten, aus den Zeilennamen von Test entstehen und sollen auch entsprechend eingetragen werden. Bisher habe ich sie nur besetzt. Damit sie auch eingetragen werden, muss ich die Option Label Triangle gleich true mit angeben und celeb gleich 1. Und damit haben wir jetzt unsere Fundstellen identifizierbar, hier mit entsprechenden Nummern. Wenn hier andere Namen vorhanden wären, statt den Nummern, die hier im Datenrahmen die Zeilennamen von 1 bis 10 durchgezählt sind, würden die hier aufgetragen werden. Und man kann sehen, dass es hier zum Beispiel ein paar Fundstellen gibt, wo wir relativ viele Rinder haben. Wir haben hier 1 Anteil, 0 Anteil, also relativ viele Rinder hier, relativ wenige Ziegen und vor allen Dingen auch relativ wenige Schweine auf dieser Seite, wohin wir gegen wir hier einen hohen Anteil von Schweinen haben, wenig Rinder, wenig Ziege. Hier im mittleren Bereich ist alles mehr oder weniger durchmischt und wir haben hier eine Fundstelle, bei der Ziege dominiert, dadurch, dass es eben hier in die rechte Seite reinrutscht. Solche Triplots sind nur eine von unglaublich vielen Möglichkeiten, noch sehr sophisticated Diagramme darzustellen. Wer sich damit mal etwas weiter noch beschäftigen möchte, dem sei die R-Galerie nahegelegt, wo sehr viele
Plots dargestellt sind, die man mit R machen kann. Ich wähle hier mal einfach einen aus. So als Beispiel, wie man eine entsprechende Darstellung erreichen kann. Und es ist jeweils immer der R-Code mit angegeben, sodass man hier dass man hier das Ganze ausbeuten kann und sich angucken kann, wie haben die das gemacht und dass diesen Plot, wenn er interessant ist für die eigenen Daten, gegebenenfalls mit den eigenen Daten entsprechend überführen kann oder sich einzelne Optionen hier abgucken kann und diese in ihren eigenen Diagrammen verwenden kann. Und wer sich für die Darstellung mit ggplot2 interessiert, nochmal der Hinweis auf docs.ggplot2.org, wo man eine Anleitung bekommt, wie man Grafiken mit ggplot für R erstellen kann. Das war's mit der Darstellung, mit der explorativen Statistik für diesen Bereich, mit den Diagrammen. Und das nächste Video wird sich mit deskriptiver Statistik beschäftigen, also mit Kennzahlen für statistische Verteilungen.